Wie präzis muss eigentlich ein Musiker spielen können? Das erfährst du in diesem Video. Hallo, ich bin der Oliver von Gitarrenunterricht.ch und Speed in der Musik ist immer so eine Frage, wie schnell muss ich überhaupt spielen können oder auch wie präzise. Und diese Frage kommt auf, wenn ein Frischling, ein relativ neuer Schüler, über sich selbst wieder mal enttäuscht ist, dass er jetzt noch nicht so schnell spielen kann. An was liegt das? Und das liegt nicht unbedingt an der Geschwindigkeit, sondern eben an der Präzision. Und dann frage ich manchmal, ja, was denkst denn du, wie präzis solltest du spielen können? Und da habe ich schon Antworten bekommen von Tausendstel, Zehntelsekunden oder halbe Sekunde, wie auch immer. Und was ist da wirklich Sache? Dazu eine kleine Rechnung. Ein technisch versierter Musiker kann 12 Noten pro Sekunde spielen. Es können 8 sein, es können 16 sein. Sagen wir mal einfach 12 Noten pro Sekunde. Wenn er 12 Noten pro Sekunde spielt, dann hat eine Note noch die Länge, bis die nächste kommt, von 8,3 Hundertstel Sekunde. Jetzt merken wir, ups, 8,3 Hundertstel, also ich muss genauer spielen als eine Zehntelsekunde. Nein, es ist schlimmer. Du kannst nicht 8,3 Hundertstel Sekunden abweichen, sonst spielst du ja diese Note, wo diese sein sollte. Also kannst du davon ausgehen, dass deine mögliche Abweichung ganz wenige Hundertstel Sekunden beträgt. Sagen wir mal im Faktor so im Bereich 1 bis 5 wäre schon viel, nicht? 1 bis 4 Hundertstel Sekunden, schätze ich, ist die Abweichung, die du dir erlauben kannst. Und hier sehen wir schon, das ist eine Zeit für unser Gehirn ganz schwierig wahrzunehmen überhaupt. Und klar, du bist in einem Rhythmus drin, das ist dann nicht so dramatisch, aber trotzdem hast du schon mal in dieser Präzision arbeiten müssen, eben nicht. Auch wenn du eine Stoppuhr drückst, tick, tick, das ist eben dann länger als 200 Sekunden. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute mit der Geschwindigkeit Problem haben, weil sie die entsprechende Präzision nicht trainiert haben. Das wäre schon meine Kurzantwort gewesen auf die Frage, wie genau muss ein Musiker spielen können? Bye bye, habt einen schönen Tag, euer Olli.